Die Ansprüche steigern immer mehr. An die Umsetzung von Einbauprojekten, an die Vernetzung, sind alles wilde Themen, hat man viel schon gehört. Die eine oder anderen waren vielleicht schon mal damit befasst. Die Zielsetzung solcher Projekte soll ja unterm Strich sein, die Einbauqualität zu steigern, die Ressourcen einzusparen, Kosten zu sparen und einfach eine bessere Vernetzung zwischen den Beteiligten herzustellen, dass das Einbauprojekt möglichst störungsfrei verlaufen kann und damit auch mit guter Qualität an der Stelle ohne Mängel, ohne Abzüge abgegeben werden kann. Wir haben dem Ganzen mal den Titel gegeben Masterplan Straßenbau 4.0, weil das, die Digitalisierung, die jetzt auch in der Presse durch die Lande geht, die betrifft ja nicht nur den kleinen Teil des Einbaus, sondern wir haben ja ganz, ganz viele Prozesse, die vorgelagert sind. Wir haben Prozesse, die begleitend sind. Wir haben mit Lieferscheinen zu tun, wir haben mit Belegen zu tun. Das ist ja nicht nur, ich betrachte jetzt mal den Einbau tatsächlich. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Kern, weil daraus können wir Erfahrungen ziehen, daraus können wir Ergebnisse ziehen. Aber es dreht sich natürlich sehr viel auch rechts und links um das gesamte Einbauprojekt. Ja, wir beginnen einfach mal einzusteigen. Wie wird die offizielle Definition, ich habe das einfach mal hier so ein bisschen aus dem Internet mir rauszitiert, also wie wird es komplett formuliert? Building Information Modeling, der große Oberbegriff des BIM, bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der auf der Grundlage digitaler Modelle eines Bauwerks die für seinen Lebenszyklus relevanten Informationen und Daten konsistent erfasst, verwaltet und in einer transparenten Kommunikation zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder für die weitere Bearbeitung übergeben werden solle. Da hört man schon raus, es sind Modelle, es sind Ansätze, Lösungsansätze, die jetzt an der Stelle über digitale Modelle miteinander verbunden werden müssen und dazu brauchen wir Vernetzung. BIM selber besteht ja aus verschiedenen Dimensionen. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat sich vielleicht mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt. Die Dimensionen sind dererlei 7 Stück insgesamt. Die Planzeichnung von einem Bauprojekt hat man ja in der Vergangenheit schon gemacht. Viele Anwender oder viele Baubetriebe sind auch schon in die 3D-Modelle, eingedrungen. Jetzt sind in den letzten Jahren die Faktoren Zeit- und Ressourcenplanung mit dazugekommen. Und schlussendlich, ich habe das mit Absicht mal ein bisschen abgerückt, kommt dann noch die 6D-Dimension dazu, wo es um die Erhaltung des Bauprojekts geht und schlussendlich die 7D-Dimension, wo es um den Betrieb und den Rückbau geht. Warum habe ich das ein bisschen abgesetzt? Das ist relativ einfach, weil ohne dass ich die unteren 5 Dimensionen erfülle und da ordentliche Lösungskonzepte vorliegen, kann ich mit den oberen 2 nichts anfangen. Das heißt, ohne zu wissen, was ist passiert auf der Baustelle, wo ist Material eingebaut worden, in welcher Qualität ist eingebaut worden, sind die 2 oberen Dimensionen nicht erreichbar. Das heißt, erst muss ich mal an die Basis und die Basis fängt ganz, ganz, ganz weit unten an. So, das Thema heute ist quasi alles drum, was sich um Lean-Management und Straßenbau dreht. Da sind wir natürlich einmal von der Planung bis zur Steuerung der Baustelle. Wir haben an der nächsten Stelle die Herausforderung, warum viele Systeme scheitern. Passiert ja heute im wahren Leben. Der eine oder andere hat schon mal, muss ich mal in die Runde fragen, wer hat eigentlich schon mal ein Projekt so mit vernetzter Baustelle in dieser Runde gemacht, so im wahren Leben? Schon mal irgendjemand was ausprobiert? Digitale Planung, digitale Vernetzung? Oh, das ist noch, ja gut, dann bin ich noch sehr verhalten. Also man sieht, es gibt noch reichlich Potenzial an der Stelle, was man da tun kann. Aber für alle, die es noch nicht ausprobiert haben, die werden jetzt auch mal hören, was es alles für Hürden gibt. Weil es gibt sehr viele Hürden, denen wir gegenüberstehen und die dann auch viele Systeme zum Scheitern und zur Resignation führen und sagen, es funktioniert doch sowieso nicht. Aber es kann funktionieren, wenn man es richtig angeht. Und dazu gucken wir uns auch an, was alles eigentlich zu so einem Projekt dazugehört. Von der Planung zur Steuerung. Zunächst dreht sich mal alles viel um die Daten. Das heißt, wir brauchen vor dem Einbau Daten. Wir müssen die Planung durchführen. Es steht im ganzen Kern eigentlich von allen Einbauprojekten, die wir jetzt in der Vergangenheit begleiten durften, steht eins ganz klar im Fokus. Die Planung allein ist nicht. Wir müssen unterwegs steuern.
Weil ich kann die beste Planung machen, ich kann alle Beteiligten mit ins Boot nehmen, ich kann allen sagen, was sie tun sollen oder was sie nicht tun sollen, aber am Schluss läuft es dann doch nicht so, wie es ist. Das heißt eigentlich, in dem Moment, wo die Planung abgeschlossen ist, hat sich die ganze Planung an der Stelle schon wieder überholt. Das kann einerseits dadurch bedingt sein, dass die Mischanlage nicht rechtzeitig anfangen kann zu mischen, dass an der Baustelle irgendeine Verzögerung kommt. Da haben wir schon die erste halbe Stunde Versatz und damit hat sich meine Planung schon mal ein Stückchen weit eliminiert. Ein nächster großer Störfaktor in dem ganzen Prozedere ist natürlich das große schwarze Loch, nämlich der Verkehr, der sich zwischen Mischanlage und Baustelle befindet. Das heißt, man weiß ja nicht, was passiert da, was machen die Fahrer, wie ist der Materialzulauf. Das heißt, dieses schwarze Loch ist natürlich ein weiterer Störfaktor, weswegen wir haben begleitet diese Projekte ja jetzt schon einige Jahre, irgendwann mal gesagt haben, wir müssen von einem klassischen Planungssystem zum Steuerungssystem übergehen. Das heißt, jedem Beteiligten einfach auch vermitteln, was er tun kann oder was er tun muss, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, nur wenn die Daten wirklich in Echtzeit vorliegen, die man quasi in der Realität jetzt unserer Planung gegenüberstellen, kann man auch agieren und kann auch reagieren. Und dadurch ergeben sich natürlich einige Herausforderungen. Ja, es gibt da eine Folie. Ich bin ja eigentlich im Marktfahrer, gell? Also nicht den Eindruck gewinnen, dass ich irgendwelche Antipathie gegen Fahrer hege. Ich habe auch, als ich die Folie vorbereitet habe, vielfach überlegt, ob ich die überhaupt zeigen soll, weil die ist nicht wirklich viel professionell, aber die spiegelt die Realität dar. Ich würde Ihnen jetzt einfach, weil ich lese es nicht vor, lese es jetzt einfach mal kurz selber. Ja, also es war so, ich habe das mal Marktforschung auf Facebook betitelt, weil das war irgendein Beteiligter hat einen Kommentar in Facebook gepostet und dann ging dann regelrechte Diskussionswust los, wo sich die Fahrer und andere Beteiligte ausgetauscht haben. Und man hat an diesem Ganzen, also das ist jetzt nur wirklich das Schlimmste, was da genannt worden ist, man hat in diesem ganzen Gesprächsfluss, der da abgelaufen ist, hat man ganz klar erkannt, die Fahrer wollen das nicht. Entweder nimmt man sie nicht mit, das kann ja auch sein, entweder wissen sie einfach nicht, warum sie jetzt da in so ein Konzept mit involviert werden und was die Sinnhaftigkeit ist, oder sie sind einfach in einer Verweigerung und sagen, ich lasse mir meine Arbeit nicht vorschreiben. Das heißt, man sieht an der Stelle ganz klar in einer Zwischenbetrachtung, wir müssen alle Beteiligten mit ins Boot nehmen, das heißt auch die Fahrer. Und es ist unbedingt eine dynamische Steuerung erforderlich für die ganze Vernetzung einer Baustelle und alles, was sich drumherum bewegt, weil gerade die variable Fuhrpark sehr schlecht steuerbar ist. Wir haben uns das auch ein bisschen anders vorgestellt und haben gedacht, gut, drücken wir jedem LKW eine Ortungsbox in die Hand, gebe ihm vor, was er tun soll, aber das funktioniert nicht. Es ist einfach, man kann mit den Fahrern reden. Sie haben eine Dynamik, sie fahren alle gern im Rudel, weil kein Fahrer fährt gern allein. Und dann habe ich halt den Effekt, erst sind sie alle in der Mischanlage, dann sind sie alle in der Baustelle und alles, was dazwischen ist, ist dann Ruhe im Walde. Und um dieses aufzulösen, muss man sowohl der Mischanlage wie auch der Baustelle entsprechende Werkzeuge in die Hand geben, weil nur die zwei können es entzerren. Nur die haben die Möglichkeit einzugreifen, dem Fahrer da zu predigen und zu sagen, du musst jetzt und du darfst nicht mehr mit deinem Kollegen zusammenfahren und vor allem, du darfst nicht vollgeladen aus der Mischanlage rausfahren, einmal um die Ecke und dann warten wir erst mal, bis der Kollege fertig ist, damit wir dann auch wirklich zu zweit fahren können. Das wird nichts werden. Aus dem Grund brauchen wir Systeme, die schnell, einfach und unkompliziert sind, die an der Stelle von jedem leicht bedienbar sind, schnell, einfach eingesetzt werden können und am Ende die ganzen gewonnenen Daten auch für eine Echtzeitsteuerung verwendet werden können, sodass der Mischmeister und die Baustelle wirklich auch agieren können und sehen und machen können, was sie an der Stelle tun sollen, um das alles ein bisschen zu entzerren und auf die Gegebenheiten zu reagieren.
So, wie ist unser Ausgangspunkt? Wir haben viele Beteiligte, viele vergessen an der Stelle immer, wir haben ja auch noch ein Schotterwerk vorneweg, was unsere Rohmaterialien liefern muss. Das heißt, man plant die Baustelle, aber dass man die Rohstoffe für die Asphaltproduktion auch benötigt, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der in dem Bereich der Vernetzung mit ins Boot genommen werden muss. Das heißt, wir brauchen ein komplettes Werkzeug, was den kompletten Wertschöpfungskreislauf abdeckt, und zwar von der Submission, wenn der Auftrag im Haus ist, beginnt sie eigentlich. Also Baubetrieb bekommt den Zuschlag, Auftrag ist im Haus, jetzt beginnt die Maschine anzurollen, die Planungen werden durchgeführt, wir planen unsere Maschine, unsere Kolonne, unsere Menschen, und das ist jetzt eigentlich schon der erste Zeitpunkt, wo man die Mischanlage mit ins Boot nehmen könnte, weil jetzt weiß ich ja, wann ich ungefähr die Baustelle erwarte. Das kann in der Zukunft sein, das ist kein fester Termin, aber wir können jetzt schon ankündigen der Mischanlage und können sagen, wir brauchen voraussichtlich zum Zeitpunkt XY das und das Material, sodass die Mischanlage entsprechend für den Rohstoffbedarf sorgen kann und auch die Bestellungen durchführen kann. Denn als nächstes kommt dann der Zeitpunkt der Baustelle immer näher, die Baustelle wird immer konkreter, und wenn wir jetzt eine Möglichkeit haben, die Mischanlage und den Baubetrieb in einer Weise zu vernetzen, dass die Mischanlage über jede Veränderung der Planung automatisch auch informiert wird, haben wir schon mal ein ganz großes Stück gewonnen, weil dann kann die Mischanlage auch agieren. Und niemand steht irgendwann mal vor dem Punkt, dass er sagt, ups, jetzt geht es dann doch ein bisschen schneller. Das heißt, die Planung und die Vernetzung an der Stelle mit dem Werk, irgendwann kommen wir dann in die Materialbestellung, also wo es dann wirklich ernst wird, wo der Termin bekannt ist, wo die Planungen an der Stelle fertig stehen. Die Mischanlage kann in die Produktion gehen, der Fuhrpark, die Logistik kann organisiert werden, und schlussendlich geht es dann an den tatsächlichen Einbau, wo man dann entsprechend den Einbau steuern kann, bis hin dann in der nächsten Konsequenz zu der Instandhaltung und zu den Recyclingmaßnahmen, also Aus- oder Rückbau des Bauwerks. Dazu braucht man ein digitales Netzwerk, wo alle Beteiligten miteinander verbunden sind, und zwar von der Mischanlage, von dem Schotterwerk über die Mischanlage, über den Fuhrpark und die Baustelle. Und das wird quasi, diese Beteiligten werden alle in ein Netz mit einbezogen, sodass die untereinander immer die erforderlichen Informationen bekommen. Damit können natürlich alle immer abgestimmt reagieren. Das heißt, aus der Veränderung einer Planung des Baubetriebs kann die Mischanlage reagieren, kann die Rohstoffe bestellen. Während des Einbaus ist dann natürlich auch wichtig an der Stelle, den angepassten Verladetakt auf die Baustellensituation vorzunehmen. Gegebenenfalls auch Temperaturmessung ist ja auch immer Thema für die Dokumentation hinterher, also Temperaturdaten gleich mit zu registrieren. Anschließend geht es in das Tourenmanagement, wo wir den Fuhrpark vollständig integrieren. Auch hier mit den gegebenen Möglichkeiten einer Temperaturmessung im Fuhrpark oder unterwegs, bis hin dann zum Einbau und dem angepassten Vortrieb an der Baustelle, sodass der Polier oder der Einbaumeister ständig weiß, mit welcher Einbaugeschwindigkeit kann ich denn jetzt weiter einbauen, damit ich nicht stehen bleiben muss. Das heißt, habe ich weniger Material im Zulauf, versuche ich das Material, was im Zulauf ist, als Puffer zu nutzen, um eine gegebenenfalls darauf folgende Lücke einfach zu überbrücken. Damit muss er nicht stehen bleiben, und damit können wir an der Stelle bestmöglich Mängel vermeiden, die durch Stillstände entstehen. Es ist natürlich nicht immer gegeben, also solche Systeme können übrigens nicht zaubern, gell? Bloß weil man jetzt an der Stelle alle vernetze und alle Informationen untereinander geben, können wir Handlungsempfehlungen zwar geben, aber deswegen können wir den LKW nicht auf die Baustelle zaubern. Das heißt, wenn jetzt wirklich nichts mehr da ist, weil Vollsperrung ist und die LKWs nicht durchkommen, dann geht es halt nicht. Dann muss ich einen geplanten Stillstand vornehmen, aber dann weiß ich das rechtzeitig, was an der Stelle auf mich zukommt. So, wie funktioniert die Vernetzung? Wie schon angekündigt oder angedeutet, wir nehmen alle Beteiligten her, bilden die Daten und Prozesse untereinander ab, und zwar immer in der Form, wie der Beteiligte diese braucht, und tun dann entsprechend die Daten in aufbereiteter Form als Sicht dem Beteiligten wieder gegenüberstellen. Dazu braucht man natürlich ein Netzwerk. Dafür gibt es hier unsere Bau-Else. In der Bau-Else
wird quasi das Zentrum des Datengeschehens abgebildet. Hier laufen die Daten rein und hier wird es ja auch wieder entsprechend aufbereitet. Es geht natürlich in Kombination, andere Fremdsysteme, Drittsysteme kann man an die Bauelze mit anbinden, sodass da auch eine hohe Flexibilität ist und dass man am Schluss dann halt wirklich den Workflow und den Prozess komplett von Anfang bis zum Ende abbilden kann. Die Bauelze ist zu verstehen wie so eine Art Cloud-Container. Das ist, mittlerweile hat sich das zu einer Unternehmenscloud abgebildet, weil ich habe ja eingangs schon mal gesagt, wir bewegen uns ja nicht nur um den Bereich des reinen Einbaus, sondern wenn man sich so einen Bauleiter mal vorstellt, der hat seine Asphaltbaustelle. Jetzt kommen da aber auch andere Lieferscheine, wir haben zum Beispiel Fräsgutlieferscheine, wir haben Schotterlieferscheine, wir haben Abstreusplit, jenste oder sonstige Entsorgungslieferscheine. So ein Bauleiter hat ja so einen Stapel Lieferscheine, die in dem gesamten Einbauprojekt entstehen, die er abarbeiten muss oder die er irgendwo erfassen muss. Wenn wir uns jetzt mal nur den Teil des eigentlichen Einbaus anschauen, dann sind an der Stelle natürlich nur ein Bruchteil der Lieferscheine für ihn datentechnisch verfügbar. Alle anderen muss er nach wie vor noch irgendwie auf einem anderen Weg ins System reinbringen. Ich hole deswegen so aus, weil die Bauelze genau das im Prinzip abdeckt. Das heißt, die Bauelze ist als Cloud-Container so ausgestattet, dass der mit unterschiedlichen Leistungsbausteinen bestückt werden kann. Das heißt, wir finden hier Leistungsbausteine wie zum Beispiel die Kolonnenplanung, wo ich vorhin schon mal erwähnt habe, wo man die Planungen der Kolonne durchführen kann, wo entsprechend an dieser Stelle auch die Kolonnenplanung direkt mit einer Werksproduktionssteuerung verbunden sein kann. Das heißt, die Mischanlage hat auch gleich eine oder kann auch gleich eine Information bekommen über das geplante Einbauprojekt. Und wenn es dann losgeht, dann findet sich da eine, oder beziehungsweise vorher kommt noch die Leistungserklärung, das heißt die Mischanlage erstellt die Erstprüfung für das Material. Jetzt kann die Leistungserklärung ebenfalls über die Bauelze bereitgestellt werden. Sämtliche Lieferscheine, die im gesamten Einbauprojekt entstehen, können über die Bauelze ausgetauscht werden, sodass der Bauleiter ein gigantisches Potenzial hat an Arbeitserleichterung, weil er die Lieferscheine nicht auf dem manuellen Weg wieder zusammenfassen muss. Im Weiteren kann natürlich dann die Taktplanung selber entstehen. Also die Planung des Einbauprojekts, wie es dann tatsächlich umgesetzt wird. Und hier laufen dann auch die ganzen Ist-Daten dagegen, werden eingesammelt und werden an die Beteiligten dann wieder verteilt. Das heißt, die Bauelze unterstützt alle Prozesse in dem gesamten Workflow von A bis Z, verteilt die Informationen und bereitet sie für die Beteiligten entsprechend auf, sodass jeder genau das sieht, was er braucht und kann aufgrund von Möglichkeiten des Customizings jederzeit auch um individuelle zusätzliche Leistungspositionen erweitert werden. Die Bauelze ist daher wie Unternehmenscloud. Das ist keine normale Cloud mehr oder irgendein Zentrum, wo sich Daten zusammenfinden, sondern es kann für jedes Unternehmen individuell eingerichtet werden, je nachdem, welche Leistungspositionen gewünscht werden oder gebraucht werden. Ja, wir haben, wie gesagt, die Bauelze als Unternehmenscloud, mit was wir ganz oft befragt werden, sind solche Fragen wie, ja, wie sicher ist denn das? Wo liegen denn die Daten? Wem gehören denn die Daten? Das sind so die Klassiker, die Menschheit bewegen, weil es sind ja meine Daten, die möchte ich ja nicht hergeben. Das heißt, die Bauelze kann zentral sein in einer Cloud, die kann auch dezentral sein, also das, die in einem Unternehmen selber liegt. Und die Kommunikation zwischen den Beteiligten erfolgt ausschließlich mit Trust-Zertifikaten, also mit einem höchst gesicherten Datenaustausch in verschlüsselter Form. Das heißt, wir gewährleisten an der Stelle höchste Sicherheitsmechanismen. Bei ganz sensiblen Daten, wenn man jetzt mal an Rechnungsdatenaustausch oder sowas denkt, was ja unter Umständen auch ein Thema ist, spätestens ab Herbst diesen Jahres, wenn dann das E-Rechnungsgesetz noch zum Trage kommt, da geht es dann natürlich auch um die Frage, möchte ich diese Daten auch elektronisch signieren, möchte ich die wirklich so verschlüsseln, dass die nicht manipulierbar sind und kann an der Stelle alles mit reingepackt werden.
Dann haben wir natürlich die Bereitstellung der Originallieferscheine als PDF an, sodass der Empfänger die Daten gleich wieder runterladen kann, ins eigene Archiv überstellen kann oder aber einfach auch nur als Datensatz runterladen kann, damit er die Lieferscheinmengeermittlung nicht mehr von Hand erfassen muss. Also das ist im Prinzip ein Komplettpaket. Der Bauleiter hat auch die Möglichkeit, die Daten als Excel-Download für statistische Auswertungen zu übernehmen. Wir können den Datenaustausch auch auf die elektronische Rechnung erweitern. Wer hat denn schon von dem E-Rechnungsgesetz gehört? Ja, das wird ja dann kommen ab Herbst diesen Jahres. Mal ganz kurz, bloß als Ausblick, dass Sie das schon mal gehört haben, weil das wird bestimmt der eine oder andere auch betreffen. Das E-Rechnungsgesetz besagt, dass die öffentlichen Auftraggeber ab Herbst diesen Jahres ihre Rechnungen als Strukturdatensatz, also als reiner Datensatz, nicht mehr als Papier oder als PDF abverlangen können. Dafür gibt es vorgegebene Formate. Das ist einerseits das X-Rechnungsformat, wo Sie nur noch einen Datensatz haben, und es ist andererseits das sogenannte Zugpferdformat in der Version 2.0, das ist eine Hybridrechnung. Die Hybridrechnung beinhaltet quasi eine PDFA mit einem eingebetteten Strukturdatensatz, sodass im Prinzip der öffentliche Auftraggeber die Daten nicht mehr von Hand erfassen muss. Also Sie sehen es, wir sind in der Digitalisierung. Alles soll elektronisch erfolgen, sodass der Mensch an der Stelle nichts mehr erfassen muss und die Daten sofort weiterverarbeitet werden können. Das mal nur so kurz am Rande, weil das ist ein Thema, was auf jeden Fall kommen wird, weil da einfach da können gigantische Potenziale an Kostenreduktion einfach erzielt werden durch die Digitalisierung des Belegwesens. So, dann gibt es noch ein paar Zusatzfunktionen, was alles noch an der Stelle möglich ist. Suchfunktionen, also dass der Anwender da auch sich gut zurechtfindet. Wir gehen jetzt aber mal in den Einstieg, also wie man mit kleinen Modellen beginnen kann. Weil wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass viele Baubetriebe sagen, Mensch, das ist alles recht und schön, das hört sich alles toll an, aber ich bin nicht so groß, ich habe nur kleine Baustelle, ich habe mal nur Tagesbaustelle, das ist alles viel zu umfangreich für mich. Ich gehe das Thema eigentlich gar nicht an, weil ich da davon keinen Nutzen für mich sehe. Dem Thema haben wir uns natürlich auch gewidmet und haben gesagt, man braucht kleine Lösungen, die für kleine Betriebe sind, die kleine Baustelle haben, wo es jetzt nicht jeden Tag nur um die große Autobahnbaustelle geht. Und daraus ist Vegas entstanden. Vegas ist eine App-basierende Anwendung, die quasi nur auf dem Smartphone als kostenfreies App quasi geladen werden kann und für jeden Beteiligten an der Stelle die wichtige Daten jetzt mal rein auf das Einbauprojekt abbilden kann. Wir sehen hier unser Smartphone und haben jetzt drei Wege weg von dem Smartphone. Das oberste ist quasi die Vegas Fertiger-App, die für den Polier oder den Einbaumeister auf der Baustelle geschaffen wurde. Er sieht da seine Baustellenübersicht, die Lieferscheine mit allen Details, die seine Baustelle betreffen, die Handlungsempfehlung, wie er sich verhalten soll in der momentanen Einbausituation, dann wie ist die Zulaufsituation, wie sieht der Fuhrpark aus unterwegs. Er sieht die LKWs natürlich auch auf der Karte, hat Kontaktdaten, Temperaturerfassungsmöglichkeiten, alles drum und dran. Das heißt, er hat eigentlich so ein kleines Tool auf seinem Smartphone oder auf dem Tablet, wo er ohne viel Aufwand sofort zum Einsatz bringen kann. Für den Fuhrpark, den man natürlich auch verwenden oder integrieren möchte, gibt es ebenfalls eine App-basierende Lösung, nämlich das PX-Track-App. Da hat er auch seine Transportaufträge bzw. seine Touren, die er fahren muss. Er hat eine Übersicht und er wird natürlich geortet und sieht sich an der Stelle. Und es gibt das Mischmeister-App, nämlich der Mischmeister braucht das Gegenstück zur Baustelle, damit auch er seine Handlungsempfehlungen hat, wo er einen Einblick hat über das Geschehen der Baustelle. Apps haben den Vorteil, sie sind leicht, sie sind flexibel, sie kosten nichts oder nicht viel. Der Hintergrund kostet ein bisschen was, aber die Apps nicht. Aber ich kann die ohne Probleme intuitiv bedienen, ist einfach, ist unkompliziert, ganz toll.
So eine App hat aber einen Nachteil. Der Nachteil heißt Mensch. Weil in dem Moment, wo ich manuell etwas durchführe, muss immer mein Mensch noch irgendwas dazu tun. Ich zeige Ihnen heute zwei Ansatzpunkte, wie man so Einbauprojekte abbilden kann. Einmal mit Vegas, der einfache Variante, und einmal mit einer reinen M2M, also wo die Maschine mit der Maschine kommuniziert, Ansatzlösung. Weil wir haben gerade beim Fuhrpark ist das sehr speziell, wenn man so einen Fahrer an die Hand nimmt und sagt, so lieber Fahrer, wir machen heute projektvernetzte Baustelle und du kriegst jetzt von mir eine App in die Hand, da drückst du bitte auf Start, wenn du morgens losfährst, damit wir dich sehen, dann funktioniert das wunderbar, wenn man neben dem steht und man guckt ihm zu, wie er auf Start drückt. Am zweiten Tag des Einbauprojekts gehen dann irgendwie auf mysteriöse Weise Fahrer verloren. Und am dritten Projekt wird es noch mal weniger. Also es wird eigentlich jeden Tag weniger, weil die Fahrer einfach nicht drücken. Die müssen nur Start drücken und müssen sagen, juhu, ich möchte jetzt teilnehmen an dem Einbauprojekt. Aber wenn man dann nicht wirklich daneben steht und den Herrschaften auf die Finger guckt, dann ist das eine sehr, ja, sehr flexible Lösung. Und dann habe ich halt auch wieder nicht alle Daten. Das heißt, es ist eine schöne, einfache Lösung, aber aus Sicht der Praxis eher fragwürdig. Aber man kann es mal probieren. Ja, das heißt, mit Vegas kann man einen leichten Einstieg schaffen. Ich habe es schon gesagt, man muss nicht gleich mit Kanone auf Spatzen schießen, weil wenn man jetzt als Unternehmen sagt, ich will jetzt digitalisieren, ich will jetzt an der Stelle den Masterplan 4.0 für mein Unternehmen aufstellen und man fängt gleich mit so einem Projekt an, dann scheitert man oftmals an Kleinigkeiten. Das heißt, es ist immer auch zu empfehlen, man beginnt klein, man probiert es vielleicht mal mit Vegas oder mit einer kleinen Lösung aus und kann dann entsprechend den Bedürfnissen des eigenen Unternehmens und vor allem auch den Bedürfnissen der Baustelle entsprechend weiter ausbauen. Und sage, wenn ich jetzt wirklich mal große Baustelle habe auf der Autobahn oder auf einer großen Bundesstraße, die über mehrere Wochen läuft, dann kann ich auch baustellebezogen einfach sagen, ich investiere jetzt einfach mehr Aufwand, um den Fuhrpark mit zu integrieren, um den Fertiger auszustatten, sodass ich dann auch wirklich richtig verlässliche Zahlen habe, vor allem auch für die Dokumentation am Ende. Die Skalierungsstufe sieht man hier auf der Grafik dargestellt. Wir haben da drei Großbereiche. Einmal die Seite des Herstellers, also der Asphaltmischanlage. Das beginnt mit dem kleinen Vegas Firm-App, geht dann weiter über die Lieferscheinerfassung elektronisch mit Erfassung Ladezeit und der Werksladeübersicht mit der Temperaturerfassung bis hin zur Werksproduktionssteuerung, Rohstoffeinkauf und Einblattlieferschein elektronisch. Das sind alles viele Begrifflichkeiten, aber je nach Bedarf kann ich einfach sagen, wenn ich mehr möchte, dann skaliere ich einfach weiter raus. Auf Seiten des Fuhrparks ist an der Stelle die kleinste Lösung des Truck-App. In der weiteren Lösung kann ich natürlich auch bestehende Ortungssysteme implementieren und sage, ich ziehe mir einfach die Ortungsdaten des Fahrzeugs ab oder starte die mit festen Ortungseinheiten aus. Und in der nächsten Ausbaustufe habe ich halt eine Vollintegration des Fuhrparks, wo ich Disposition im Hintergrund habe, wo ich an der Stelle auch Transportaufträge direkt ins Fahrzeug schicke, wo ich gegebenenfalls der digitale Tachograph auslese. Also auch da gibt es natürlich sehr, sehr viele Skalierungsstufen in der Möglichkeit. Bei der Baustelle ist die kleinste Stufe die Vegas Fertiger-App. Im weiteren Verlauf habe ich dann natürlich die Taktkarte-Erstellung, die Lieferscheine, die Kontrolle der LKWs im Zulauf, kann dann an der Stelle meinen Fertiger voll integrieren, also indem ich dem mit Sensorik, mit maschinellen Identifikationsmedien ausstatte, sodass der Mensch nichts mehr machen muss, dass der nichts mehr drücken muss und kann dann natürlich auch weitergehen bis zur Integration von Temperatursensoren oder auch Flächentemperaturmesseinheiten. Weiterer Sensorik kann man an der Stelle alles mit integrieren. Und in der Endausbaustufe geht es dann natürlich mit Integration von dem ganzen Ausschreibungsverfahren, mit Integration der Kolonneplanung, gegebenenfalls Fräsgut, also Frästakte vorgebe, mit allem drum und dran. Das heißt, Sie sehen, man ist sehr flexibel, deswegen ja,
kann man auch im Kleinen beginnen und kann dann wirklich bedarfsweise aufrüsten und sagen, ich muss da jetzt ein bisschen mehr machen, weil die Baustelle einfach eine anspruchsvollere Dokumentation erforderlich macht. Weil man muss immer eins wissen, wenn ich jetzt mit dem App arbeite, dann muss der Polier oder der Einbaumeister auf der Baustelle eine Taste drücken oder einen QR-Code scannen, wie auch immer das macht, wenn der LKW da ist, damit man einen Zeitstempel hat, wann der LKW an der Baustelle oder am Fertiger angekommen ist. Und da ist im Prinzip ähnlich wie beim Fuhrpark, nicht ganz so schlimm, aber ähnlich, weil der Mensch, der das drückt, der muss das natürlich dann drücken, wenn der LKW auch da ist und nicht 5 Minuten später und nicht 5 Minuten früher. Und er muss ihn auch drücken, damit wir Positionen registrieren können, an der Stelle, wo er gerade steht und nicht 2 Meter oder 10 Meter weiter hinten oder 10 Meter weiter vorne. Das sind alles weiche Faktoren, die kann ich steuern, wenn ich einen guten Polier habe auf der Baustelle, der das gewissenhaft tut, dann habe ich da super Zahlen, alles toll. Wenn ich aber so ein bisschen Schlamper habe, dann kann das natürlich sein, dass die Zahlen nicht unbedingt so verlässlich sind. Ja, das heißt, die Ansätze sind dererlei verschieden. Wir können die Wertschöpfungskette über Apps abbilden an der Stelle, können bedarfsweise weiter aufrüsten in die verschiedenen Ausbaustufen bis hin zur Komplettlösung, wo dann wirklich Maschine mit Maschine kommuniziert. Das sieht man hier oben an dem Bild, sehen Sie diese Stange. Das oben, was da hängt, ist ein sogenanntes RFID-Lesegerät. Das heißt, es ist ein Transponder-Lesegerät, was im Moment gerade diesen Transponder, der hinter, sehen Sie oben links an der Mulde, sehen Sie so schwarze Stecker mit einem weißen Kleber drauf. Das ist quasi das Transponder-Lesegerät. Und beim Andocken des LKWs am Fertiger wird der LKW sofort erkannt und da muss kein Mensch mehr agieren. Das heißt, da spricht Maschine mit Maschine und liefert Ihnen an der Stelle natürlich auch verlässliche Zahlen. Wie man sich schon ausrechnen kann, die Ausbaustufe ist dann natürlich auch mit ein bisschen Spezialhardware erforderlich am Fertiger. Aber ich muss halt immer wissen, was will ich? Will ich die einfache Lösung oder brauche ich jetzt einfach mal eine Komplettlösung an der Stelle? Wir gucken uns jetzt aber erstmal nur die Vegas-App an als Einstieg. Wir beginnen ganz klassisch bei der Planung. Das braucht jeder vorneweg. Das heißt, der Bauleiter erfasst über die Bauelse erstmal sein Streckeband, erfasst die Eckdaten der Baustelle. Dafür kann er die natürlich importieren oder manuell erfassen, je nachdem, wie umfangreich das ist. Es ist auch natürlich die Möglichkeit, diese ganze Projekte auch über Kompaktasphalt oder Inline-Pave entsprechend abzuwickeln. Aus der Planung heraus entsteht dann eine Taktkarte mit den genau berechneten Fahrzeugumlaufzeiten. Das ist auch so eine spezielle Sache. Wenn wir das erste Mal eine Baustelle machen, dann habe ich schon von vielen Bauleitern, mit denen man dann so Planung zusammen gemacht hat, haben wir gesagt, ja, wir haben ungefähr 20 Minuten Fahrzeit. Wir haben ungefähr 8 Minuten Ladezeit. Wir haben ungefähr, also diese Ungefährs dienen natürlich dazu, dass meine Umlaufzeiten nicht unbedingt beim ersten Mal richtig stimmen können. Weil ich weiß es ja selber vielleicht noch nicht. Ich habe noch nicht die Erfahrung mit der Mischanlage gemacht, ist vielleicht eine neue Mischanlage. Ich bin die Strecke nicht selber abgefahren. Das heißt, ich habe schon in meiner Planung gewisse Ungenauigkeiten drin, die ich am ersten Tag nicht unbedingt erkennen kann, weil ich einfach noch keine Erfahrungswerte dagegen stehe habe. Wenn wir jetzt den ersten Ist-Tag da dagegen laufen lassen, sehen wir natürlich am Abend oder schon am Nachmittag des ersten Ist-Tages genau, ob meine geplante Umlaufzeit an der Stelle passe oder ob ich mich da verkalkuliert habe. Das heißt, ich habe sofort, während der Einbau dann losgeht, auch einen Abgleich an der Stelle, wie eigentlich die wirkliche Zeiten sind und kann dann für den Folgetag natürlich auch sofort anpassen. Seit diesem Jahr gibt es sogar intelligente Taktkarte, weil die Bauleiter sind manchmal auch besehen. Bei manchen Bauleitern habe ich schon erlebt, wir planen eine Baustelle, wir machen das alles ganz toll, ganz super
Und dann haben wir den ersten Einbautag, den besprechen wir dann miteinander. Und am nächsten Tag nehme ich einfach die gleiche Zahl wie vom ersten Tag wieder, weil ich brauche meine Taktkarte und die LKWs müssen los. Das muss alles laufen. Das heißt, es wird sehr wenig noch optimiert, es wird sehr wenig angeschaut, wie ist denn mein erster Einbautag wirklich gelaufen, um auf den zweiten Einbautag dann auch was zu verbessern. Also vielleicht ein LKW einzusparen, weil ich einer zu viel eigentlich im System drin gehabt habe, den ich gar nicht braucht habe, der übrig war. Weil das so ein bisschen zäh war, haben wir jetzt intelligente Taktkarte, die Möglichkeit einer intelligenten Taktkarte geschaffen. Das heißt, ich habe die Ergebnisse meines ersten Einbautags, drücke aufs Knöpfchen und bekomme dann einen Vorschlag, wie ich die Planung für den zweiten Einbautag abwickeln kann. So hat man dann nochmal gleich eine Unterstützung für den Bauleiter. So, diese Taktplanung geht dann an die Disposition und ans Werk, damit alle Beteiligten wissen, wie es laufen soll. Und hier haben wir nochmal so zwei Screenshots, dass man da auch mal ein Gefühl für kriegt. Das heißt, verschiedene Import- oder Erfassungsmöglichkeiten mit allen Details oder mit Doppelmaß oder ich importiere die Taktkarte einfach und habe daraus resultierend dann entsprechend mein Streckenband mit den unterschiedlichen Breiten. Da muss ich natürlich die restlichen Eckdaten noch angeben und habe dann auf dem Stuhl des Bauleiters auch noch sehr viele Hilfsmittel, die mir bei der Planung gleich schon anzeigen, ob meine Planung denn an der Stelle überhaupt passen kann. Das heißt, ich kann die Planung steuern entweder durch Eingabe von einer Starturzeit, also ich habe Datum und ich habe Starturzeit, an der ich beginnen möchte und kann dann auch sagen, gut, das ist eine mehrtägige Baustelle, ich will um 6 anfangen oder um 7 anfangen und möchte um 17 Uhr Schluss machen oder je nachdem, dann kann ich sagen, ich möchte von bis Uhrzeit einbauen. Ich habe die Möglichkeit, das Datum und die Uhrzeit mit der gewünschten Tonnage einzugeben oder mit der gewünschten Strecke, je nachdem, wie meine Orientierung ist. Und es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich gebe einfach Datum und Uhrzeit an mit dem gewünschten Fuhrpark. Das ist vor allem in den Regionen ist das wichtig, wo man Fuhrpark nicht im Überfluss zur Verfügung hat. Das heißt, es gibt nur wenig Spediteure, die an Fuhrpark ist schlecht ranzukommen. Da muss ich halt unter Umständen mal so planen, dass ich mit meinem Fuhrpark über die Runde komme und kann vielleicht nicht genau die Ergebnisse an Strecke oder an Menge abwickeln, die ich fahren kann. So, die Ergebnisse werden sofort auf Plausibilität geprüft. Das heißt, im Hintergrund wissen wir, was für Produktionsleistung die Mischanlage hat, ob die überhaupt die Lieferleistung erbringen kann, bekommen Hinweis, im Zweifelsfall muss ich jetzt reduzieren oder ich muss eine zweite Mischanlage oder dritte Mischanlage dazu packen, je nachdem, wie der Umfang ist. Wir haben an der Stelle im Prinzip die ermittelten Fahrzeuge, auch die werden natürlich plausibel geprüft und der Bauleiter hat immer eine ganz schnelle Übersicht über die Eckdaten von seinem Einbauprojekt, das heißt, wie viele Stunden baut er ein, wie viele Autos braucht er, wie viele Umläufe sind es, wann sind wir fertig mit allem Drum und Dran. So, die Planung ist fertig, die Taktkarte ist an die Mischanlage übergeben, alle wissen Bescheid, der Fuhrpark ist informiert, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt kommt die Vernetzung, das heißt, wir haben jetzt einerseits die Vernetzung mit Vegas, wo wir oben einmal das Werk haben, unter die Baustelle und jetzt geht's los, der Bauleiter erstellt seine Planung. Die Planung steht jetzt in der Bau-Else bereit. Das heißt, ab dem Moment, wo die Planung steht, weiß die Mischanlage Bescheid, was los ist und weiß die Baustelle Bescheid, was los ist. Das heißt, da muss noch gar kein LKW unterwegs sein. Dann wissen schon alle Beteiligten über die Planung des heutigen Einbautages Bescheid. So, er hat sie also auf die Bau-Else hochgestellt. Jetzt kommt als nächster Schritt das Lieferwerk dazu. Da gibt es jetzt zwei Ansätze. Einmal drucke ich entweder einen QR-Code an, gibt es ja schon viel auf den Lieferscheinen heutzutage. Oder wenn ich jetzt keinen QR-Code habe, dann brauche ich den auch nicht zwangsläufig, weil der Polier kann auf der Baustelle auch den Erhalt oder die Anlieferung des LKWs per Klick bestätigen. Und in dem Moment, wo der LKW jetzt verwogen wird, also über die Waage geht, gehen die Informationen zum Lieferschein auf die Bau-Else. Das heißt, ich habe jetzt zu meinem ersten Takt, der an der Stelle geplant war, habe ich im Gegenzug sofort ein Ist. Ich weiß nämlich, um welche Uhrzeit ist der LKW verladen worden, mit welcher Liefermenge ist er verladen worden und weiß damit auf der Baustelle, aha, mein erster LKW ist los. Damit
sieht natürlich jetzt der Polier auf der Baustelle oder der Einbaumeister auf der Baustelle sofort auf seinem Vegas-App, dass Material unterwegs ist, und er sieht auch die voraussichtliche Ankunftszeit des LKWs. Das ist beim ersten Umlauf natürlich noch ein bisschen vage, weil da wissen wir noch nicht, ob die Planung so richtig stimmt. Also da müssen wir noch rechnen. Mit jedem weiteren Umlauf und mit Integration der Ortung ist man dann natürlich viel genauer. Der LKW-Fuhrpark kann in dieser Konstellation jetzt mit dem Vegas Truck App implementiert werden. Das ist übrigens auch kein Muss, gell? Also man kann den Fuhrpark auch außen vor lassen. Dann hat man zwar immer noch das schwarze Loch zwischendrin und man sieht nicht, wo die Fahrer sind und was da zwischendrin passiert. Aber ich habe ja trotzdem Erfahrungswerte. Das heißt, wenn ich mal 5 LKWs vom Werk raus und am Fertiger anhabe, dann weiß ich, was die normalerweise für eine Fahrtstrecke haben, und kann dann auch mit Erfahrungswerte eine voraussichtliche Ankunftszeit rechnen. Was ich natürlich nicht sehen kann, ist, wenn da einer unterwegs stehen bleibt und Pause macht, wenn er voll ist. Das sieht man an der Stelle natürlich nicht. So, aber über diesen Weg haben wir jetzt schon mal Vernetzung dargestellt, die ganz einfach funktioniert, ohne viel Aufwand, und die Beteiligten sind an der Stelle sofort miteinander vernetzt und wissen, wie es funktioniert. Die Alternative oder die zweite Variante, wenn man jetzt mal in die Vollausstattung denkt, funktioniert fast gleich am Start. Das heißt, wir haben auch oben hier in der linken Mitte den Bauleiter, der die Taktkarte erstellt. Die Bau-Else bekommt die Taktkarte, die Beteiligten wissen Bescheid. Am Werk ändert sich gar nichts, für den macht es gar keinen Unterschied. Und auch hier in dieser Konstellation landen natürlich die Informationen an der Baustelle. Die meisten Änderungen an der Baustelle, die meisten Änderungen in der Vollausstattung befinden sich hier an der Baustelle. Nämlich der Fertiger muss jetzt mit ein bisschen mehr ausgestattet werden. Das heißt, er kriegt jetzt eine schöne Konsole, das ist wie ein kleiner Computer, wo man auch Anschlussmöglichkeiten hat. Und an diese Konsole wird dann entsprechend dieser PX-RFID-Reader, also das Transponder-Lesegerät, angeschlossen, sodass der Fuhrpark an der Stelle auch über Transpondererkennung registriert werden kann. An diese Konsole, weil es halt eine Hardware ist, es ist ein Computer, kann ich jetzt natürlich auch Temperatursensoren anbinden. Ich kann hier Flächentemperaturlösungen anbinden. Es besteht auch die Möglichkeit, Daten von der flächendeckenden Verdichtungskontrolle zu übernehmen oder sonstige Sensorikdaten abzufassen, weil da hat man Hardware, die geeignet ist, solche Daten an der Stelle aufzunehmen. Das heißt, nach oben gibt es da auch kaum Grenze. Keine ist immer schwierig zu sagen, aber kaum Grenze. So, der LKW-Fuhrpark, sind wir jetzt auch mal in die nächste Ausbaustufe gegangen, wird jetzt mit Ortung ausgestattet. Also nicht nur mit so einer Vegas-App, sondern mit richtigen Ortungsboxen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man den Fuhrpark einbinden kann. Und damit ist die Baustelle hier quasi autark, da brauche ich keinen Mensch. Die Konsole dient eigentlich dem Polier oder dem Einbaumeister nur als Informationszentrale. Das heißt, hier sehe ich, wie ist mein Zulauf, wann kommt mein nächster LKW, mit welcher Einbaugeschwindigkeit kann ich fahren. Und der hat somit im Prinzip ein perfektes Bild über das Geschehen, was gerade zu ihm unterwegs ist. Die Rückmeldung über alles, was ist, wird von Maschine zu Maschine kommuniziert. Das heißt, da muss niemand mehr irgendwo eingreifen. Weiterhin kann man dann natürlich die Disposition noch mit einbinden. Man kann an der Stelle dem Bauleiter im Vorfeld schon die Kolonneplanung geben oder das Werk bekommt die Werksproduktionssteuerung. Das sind die Dinge, wo ich im Vorfeld schon mal gesagt habe, wo man auch vor dem Baustelle geschehe, schon eine Vernetzung miteinander verbinden kann, sodass die Menschen alle untereinander Bescheid wissen. Und der Bauleiter, wenn er unterwegs ist, kann natürlich über Vegas nach wie vor noch das Geschehen auf der Baustelle betrachten. So, die LKW selber können in verschiedensten Ausbaustufen ausgestattet werden. Die schönste aus meiner Erfahrung ist immer, wenn der Fuhrpark sowieso schon Ortungssysteme im Auto hat, was ja bei den meisten heute Fall ist, dass man die Ortungsdaten anzapft. Dann braucht man nämlich dem nichts in die Hand drücken, man braucht nichts Zusätzliches und man hat verlässliche Daten.
Dann gibt es natürlich, falls der keine Ortung hat, gibt es Ortungsboxen, die man implementieren kann mit Endgeräte. Da kann man zum Beispiel auch die TomTom-Endgeräte implementieren, die ja sehr weit verbreitet sind. Oder aber ich nutze meine PX-Track-App, wo ich mich halt wieder auf den Mensch verlassen muss. Oder aber, was eine ganz schöne Lösung ist, es gibt auch so eine Ortungswürfel. Die Ortungswürfel brauchen laut Aussage des Herstellers kein Strom und keine Antenne. Wir haben das auch mit dem Strom schon probiert und auch ohne Antenne. Die funktionieren wirklich hervorragend. Bloß mir, also die sollen wirklich über sehr viele Jahre haltbar sein. Den Langtest konnte mir noch nicht machen, weil so lange haben wir die jetzt noch nicht im Einsatz, die Boxe. Aber im Moment können wir sagen, 4 Jahre hält der Akku. Länger kann ich noch nicht bestätigen. Das Schöne bei den Boxen ist einfach, die schmeiße ich dem Fahrer auf den Beifahrersitz. Ich brauche nichts anschließen, ich brauche nichts Eistöpseln. Mobile Ortungsboxen ist auch eine ganz tolle Geschichte. Mobile Ortungsboxen sind ja auch flexible Lösungen, wenn man jetzt mal einen Fuhrpark kurzzeitig mit implementieren möchte. Dann gibt man die morgens aus und die werden in Zigarettenanzünder reingesteckt und dann kommt von jedem zweiten Fahrer, das geht nicht. Ich kann die Box nicht in meinen Zigarettenanzünder stecken, weil da steckt nämlich schon mein Kühlschrank. Also wenn Sie sowas machen, dann am besten gleich so Mehrfachstecker mit aushändigen, damit der Kühlschrank deswegen trotzdem angebunden bleiben kann. Also wie gesagt, Ortungswürfel einfach und effektiv, da muss nichts gestöpselt werden, da braucht man auch keine Verteilerstecker. Und wie gesagt, 4 Jahre können wir bestätigen, mehr noch nicht. So, was jetzt natürlich wichtig ist, das ist dieser RFID-Tag, das schwarze Stückchen, das wird hinter an die Mulde angebracht, sodass der LKW entsprechend registriert und erkannt werden kann am Fertiger. Und wenn wir den Status geschaffen haben, dann kann die Vollautomatisierung losgehen. Der digitale Tachograph kann ich natürlich auch noch mit anbinden, bloß da muss ich Hoheit über den Fuhrpark haben, weil sonst kommt man die Daten nicht dran. Also wenn das Fremdspediteure sind, kriegen sie die Daten über den digitalen Tachograph nicht raus. So, das wäre die Ausstattung der Fahrzeuge und jetzt kommt das Ergebnis daraus, nämlich das ist eigentlich die ganze relevante Kurve dieser Vernetzung. Wir haben jetzt mal dargestellt auf der linken Seite die Mischanlage. Das Blaue, was ich um die Mischanlage drumherum sehe, ist ein sogenanntes Geofencing-Gebiet. Das heißt, es ist ein virtuelles Gebiet, was auf der Landkarte definiert ist und wird als quasi Ortungsmerkpunkt verwendet. Wir haben auf der rechten Seite die Baustelle ebenfalls mit einem Geofencing-Gebiet umgeben, sodass eintretende oder ausfahrende Ortungsdaten registriert werden können. Ich erkläre das jetzt gleich mal in beide Richtungen, also mit Vegas und mit Vollausstattung, also mit ohne Ortung und mit Ortung, welche Zeitstempel wir alle automatisch bekommen. Der erste Zeitstempel, den wir mal bekommen, ist hier oben zu finden, nämlich beim Lieferschein, wenn der an der Mischanlage erstellt wird. Da wissen wir genau die Uhrzeit und der LKW, wann der jetzt unterwegs zu uns zum Werk ist. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen, gell? Hä? Ja, also ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Also wir haben im Prinzip den Zeitstempel der Mischanlage, wir haben den Zeitstempel, wann der LKW das Werk verlässt, wann er an der Baustelle ankommt, wann er am Fertiger andockt. Und jetzt kommt es halt drauf an, mache ich es maschinell oder mache ich es automatisch und wann er an der Stelle wieder vom Fertiger wegfährt, wann er, das sieht man hier an dem blauen Bereich, dann haben wir die Abfahrt vom Fertiger, also wenn er noch sauber macht. Das habe ich jetzt, diese zwei blaue Punkte würden jetzt entweder gedrückt werden oder über RFID erkannt werden. Und alle weiteren Punkte, die hier an den blauen Geofence-Gebiete angrenzen, sind quasi Ortungsdaten, die an der Stelle ermittelt werden. Mit diesen wenigen Daten kann ich im Prinzip ein komplettes Einbauprojekt rückverfolgen. Ich kann registrieren, was habe ich für Standzeiten was habe ich für Standzeiten auf der Baustelle, was habe ich für Standzeiten im Werk, was sind meine Fahrzeiten. Ich habe alle Daten, die mir als Soll-Ist-Vergleich an der Stelle zur Verfügung stehen. So, jetzt gucken wir mal ganz schnell. Das sind jetzt ein paar Screenshots. Ich gehe jetzt nicht ganz so tief drauf ein, weil wir uns nämlich ein bisschen beeilen müssen und weil ich ja viel jetzt dazu auch schon erzählt habe. Das heißt, Vegas zeigt uns einerseits an,
wenn die LKWs unterwegs sind. Das heißt, der LKW fährt aus dem Werk raus, fährt an die Baustelle, wird jetzt an der Mischanlage erkannt. Und in dem Moment, wo der andockt, drückt der Polier auf der Baustelle am Vegas ab, dass der LKW am Fertiger angekommen ist. Genauso tut er das auch, wenn der LKW wieder wegfährt vom Fertiger. Er kann dann Temperatur noch mit erfassen und alles drum und dran. Wichtig ist, er hat immer eine komplette Übersicht über den Materialzulauf und er kann hier auch steuern, was brauche ich an Material auf den letzten Meter. Das heißt, wie viel Materialbedarf habe ich am Schluss noch, indem er eingibt, welche Strecke muss ich noch einbauen, in welcher Breite sind wir unterwegs und welche Stärke bauen wir ein. Er sieht die kompletten LKWs, die unterwegs sind und hat hier an der Stelle eigentlich immer einen perfekten Überblick. Ganz wichtig, die Informationen oben, der empfohlene Vortrieb. Er sieht die Menge, die unterwegs ist und wie weit ihm die noch reicht. Er hat unten Übersicht über die LKWs und in der Mitte auch noch entsprechend eine Tendenz, was hat er an Materialverbrauch zur Strecke bis jetzt schon geleistet. Also er hat an der Stelle ganz schnelle Übersicht über das komplette Geschehen, sieht alle wichtigen Informationen auf seinem Smartphone, hat die Komplettübersicht, hat entsprechend auch die Übersicht über die Einbauleistung, also was haben wir noch vor uns, was haben wir schon eingebaut, und er sieht natürlich am wichtigsten die Lieferscheine, die im Zulauf sind. Zu den Lieferscheinen selber, die kann er an der Stelle am Vegas-App entsprechend abarbeiten und die Informationen dazu erfassen. Er kann seinen Materialbedarf auf den letzten Meter noch erfassen oder er kann entsprechende Störungen melden. So, Bauen 4.0 in der Perfektion. Wir sind im Vorfeld schon gut drauf eingegangen, deswegen hoffe ich, dass das jetzt nicht ganz zu schnell ist für Sie. Vom Start her ist es natürlich das Gleiche wie beim Vegas. Das heißt, LKW fährt vom Werk raus. Ich habe die Ortung, ich habe entsprechend jetzt aber das Andocken am Fertiger über die Technik, also über die Elektronik, automatisiert erfasst und bekomme jetzt an der Stelle einfach exakte und verlässliche Zeitstempel angezeigt. Auch hier kann die Temperatur mit dazu erfasst werden, die beim Einbau erfolgt, wie schon erwähnt, oder hinter der Bohle. Und es wird auch an der Konsole natürlich der Materialbedarf auf der letzten Meter ermittelt. Das heißt, Sie haben wirklich auch keinen Ressourcenverbrauch. Weil Sie wissen, der Polier auf der Baustelle kann, wenn der mit seinem Rollrädle gefahren ist und er gibt die noch einzubauende Strecke ein, dann ist das eine Punktlandung. Der kann im Prinzip während des Einbaus immer wieder an die Mischanlage automatisch zurück, oder es passiert automatisch zurückgemeldet, wie viel Tonne brauche ich noch von dem entsprechenden Mischgut für den Einbau. Die Mischanlage selber hat natürlich auch ein Steuerungsinstrument. Die hat auch einen kompletten Überblick über das Einbauprojekt. Das heißt, sie sieht, was braucht meine Baustelle noch für Material. Sie sieht, wann der nächste LKW verladen werden soll. Sie sieht, wie viele LKW sind im Zulauf. Schön, wie man das auch auf der Landkarte habe mit den entsprechenden Symbolen. Und sie sieht auch, wie viele LKW stehen im Moment gerade auf der Baustelle und wie lange stehen die da schon. Sie sehen die Einbausituation am Fertiger. In dem Beispiel war das jetzt ein Heißeinbau mit zwei Geräten. Das heißt, wir haben zwei LKWs, die im Moment gerade stehen. Der eine schon ein bisschen länger, der andere noch nicht so lang. Und wir haben die LKWs im Rücklauf, was ja wieder für die Mischanlage wichtig ist, damit die wissen, wie die LKWs an der Stelle wieder zurückkommen. So, das Letzte, und das ist auch jetzt wirklich das Letzte, sind die Auswertungen, die wir daraus gewinnen können. Natürlich, wenn wir die ganze Zahl gesammelt haben, das Wichtigste ist, aber wir brauchen Daten, also wir sammeln viele, viele Daten. Wir wollen mit denen natürlich auch was anfangen. Nicht nur die Lieferscheine, die wir nicht mehr ermitteln müssen, für die Mengeermittlungen und die Kontrolle der Umlaufzeiten und die Ermittlung der Stand- und Ruhezeiten. Also ich habe im Prinzip für alles, was ich benötige an Daten und Informationen, habe ich jetzt eine zahlentechnische Grundlage und damit kann ich natürlich den kompletten Workflow optimieren, kann den verbessern, habe die Möglichkeit, auch an die Schwachstelle einzugreifen und alle Beteiligte entsprechend halt optimal miteinander zu vernetzen. Genauso auch die ganze Geschichte rund um die Temperatur, die Dokumentation, alles, was dazugehört. Und ich habe wirklich ein Werkzeug in der Hand, mit dem ich Ressourcenverschwendung abstellen kann. Das heißt, es gibt ganz viele Baustellen, wo einfach aus einer gewissen Unsicherheit raus lieber mit 3, 4, 5 LKWs mehr kalkuliert wird, bevor das Material dann alle geht.
So, das gibt also größtmögliche Transparenz. Und wenn man sich jetzt mal so Daten anschaut, wir haben immer einen Soll-Ist-Vergleich. Das heißt, an der Stelle habe ich eine sehr umfangreiche Darstellung von aller Soll- und Ist-Zahlen, die im gesamten Ablauf ermittelt werden und errechnet werden. Ich habe damit dadurch auch die Möglichkeit, entsprechende Kurve zu generieren, wie meine Soll-Ist-Abweichung ist. Ich habe dann an der Stelle die entsprechende Lieferscheinliste zur Nachkontrolle, habe meine flexible Datenanalysen zur Ermittlung von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und da springe ich jetzt mal drüber, das ist ein bisschen allgemein. Im Kurze gesagt, ich habe eine Möglichkeit über sogenanntes Data Warehouse, mit dem mir die Daten zur Verfügung stelle, vollkommen flexible Analyse zu erstellen. Also es stehen nicht bloß statische Reports da, sondern ich habe auch die Möglichkeit, die Daten, die ich aus so einem Einbauprojekt gewonnen habe, mit Daten meiner Kostenrechnung oder mit Daten von meinen Lieferscheinen oder sonstige Daten zu kombinieren, Zeit- und Betriebsdatenerfassung mit allem drum und dran. Und damit habe ich natürlich immer als Basis der verlässlichen Zahlen habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, richtig schöne Cockpits-Analyse, die Key-Performance-Indexes zu stellen, also quasi auch Abweichungsanalyse zu machen mit allem drum und dran. Hier mal in Kürze Einbauprojekt, was über mehrere Tage gegangen ist, wo ich genau sehen kann, wie waren die entsprechenden Soll-Ist-Abweichungen in der Menge, im Einbau der Menge. Ich habe hier, da sieht man rechts diesen Zugriff. Wir sind hier quasi auch in Excel unterwegs, kann jeder anwenden ein bisschen. Zumindest die eine ein bisschen besser und die andere ein bisschen normaler. Und ich habe hier über die Pivot-Funktionalität die Möglichkeit, direkt auf die Rohdaten zuzugreifen. Das heißt, ich habe hier wirklich für mich als Anwender, wenn ich jetzt die Statistik brauche, das perfekte Werkzeug in der Hand, um mir genau die Analyse zu erstellen, die ich brauche. Wir haben kürzlich mal eins gehabt, über Standzeiten kann man diskutieren, wo man genau sieht, was haben wir für Andockzeiten gehabt, was haben wir für Abladedauern gehabt, was haben wir für Abfahrtsdauern gehabt und was ergeben sich daraus für Aufenthaltsdauern auf der Baustelle. Gleiches natürlich auch andersrum im Werk. Hier sieht man jetzt an einem Beispiel, der LKW, der hier gefahren ist, war nicht geortet. Das heißt, da kriege ich halt die Zahlen nicht, gell? Das ist jetzt ein schönes Beispiel, was der Unterschied ist zwischen Vollausstattung und kleiner Einstiegslösung. So, also wie gesagt, da kommen jetzt nur noch viele Bilder. Ich mache jetzt ein Ende, entschuldige Sie. Ich habe mich ein bisschen verquatscht, gell? Gut, also vielen Dank erstmal, Frau Volkmann. Dankeschön.